Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Mein Name ist Sirius und heute gibt's direkt ein dreifaches Unboxing der Firma Turtle Beach. Und das Beste daran ist, das Ganze könnt ihr auch noch gewinnen. Und die Unboxing-Reihe wollen wir eben jetzt beginnen mit der Turtle Beach Grip 500. Das ist eine Laser-Gaming-Maus, die auf den Avago 9800-Sensor setzt, der eben mit 8200 DPI daherkommt. In der herunterladbaren Konfigurationssoftware könnt ihr insgesamt 5 Profile und Makro-Tasteneinstellungen speichern für die insgesamt 7 Tasten der Maus. Der mattschwarze Look wird dann noch unterstützt von farbig beleuchteten Logos und wie es da so schön heißt, mit einem illuminierten Gunmetal Frontgrill, den wir uns später noch anschauen wollen. Change Your Game heißt es dann auf der Verpackung der Turtle Beach Impact 600. Das ist ein mechanisches Keyboard, was eben auf Cherry MX-Tasten setzt. Im Gegensatz zu den kleineren Turtle Beach Modellen sind die lasergravierten Tasten diesmal komplett in Rot beleuchtet und ihr könnt zusätzlich eure eigenen Makros programmieren, indem ihr bestimmte Tastenkombinationen drückt. Das bedeutet, für die Tastatur benötigen wir keine zusätzliche Software. Im Gegensatz zu herkömmlichen Tastaturen, die auf Rubber Dome basieren, bieten mechanische Tastaturen ein wesentlich besseres Tipp- und Anschlaggefühl, dadurch, dass jede Taste einzeln auf einer Feder gelagert ist und bis zu 50 Millionen Anschlägen standhält. Wollen wir das gute Stück aber erst einmal auspacken und einen Blick darauf werfen, was ihr in naher Zukunft gewinnen könnt. Was absolut und sofort auffällt, wenn man die Impact 600 auspackt, ist ganz einfach, wie robust das Teil ist. Also die Tastatur ist unheimlich schwer, obwohl sie jetzt so einen schlichten und eher schlanken Look hat, wurde sie mit einem Metallchassis nochmal verstärkt, damit sie einfach einen sehr festen und einen sehr soliden Stand hat. Die Tastatur verfügt natürlich auch über Anti-Ghosting, das bedeutet, ihr könnt mehrere Tasten gleichzeitig drücken, ohne dass irgendwas verschluckt wird. Und auf der Unterseite wird dann auch nochmal ganz kurz erklärt, wie man die Makro-Tasten programmiert. Darüber hinaus besitzt das Ganze natürlich so Gummipunkte, damit die Tastatur nicht verrutschen kann. Bevor ich jetzt zu weiteren Details komme, packen wir jetzt erstmal das Headset aus. Quasi so mein Steckenpferd im Unboxing-Bereich. Und das Turtle Beach Z60 ist in der Tat das erste PC-Gaming-Headset, was jetzt mit 60 mm Lautsprechern daherkommt und darüber hinaus 7.1 Surround-Sound simulieren kann. Das bedeutet jetzt ganz einfach, wir haben wirklich auf jeder Kopfhörerseite einen riesigen 60 mm Lautsprecher sitzen und für den Surround-Klang ist ganz einfach DTS Headphone X verantwortlich. Jetzt packen wir das gute Teil aber erstmal aus und schauen uns mal, wie das PC-Gaming-Headset so geworden ist. Also bisher war ja Turtle Beach eher bekannt für Konsolenprodukte und mit jetzt eben dieser Reihe von Tastaturen, Mäusen und inklusive dem Z60 will man jetzt den PC-Markt erobern. Bei dem Headset gibt es traditionell ein ganz klein bisschen mehr auszupacken. Kabel, Mikrofon, darunter kommt dann schon das Headset und die Sound Control Unit, wie das meistens genannt wird. Das ganze Headset wird dann später per USB angeschlossen. Ihr könnt das aber beispielsweise auch an eurem Smartphone betreiben mit dem einfachen Klinkenstecker, den wir gerade im Bild sehen konnten. So, hier haben wir die Control Unit, die muss dann eben mit dem Kopfhörer verbunden werden und wir werfen auch noch einen Blick in den Karton, was wir dabei haben. Das ist normalerweise eine kurze Bedienungsanleitung und immer ein Packen Aufkleber. Designtechnisch ist das Turtle Beach auf jeden Fall schon mal auf der richtigen und sicheren Seite. Mit einem einfachen Schwarzlook, mit so ein paar glänzenden Applikationen, ein paar roten Highlights, ist das Ganze einfach ein dezenter Hingucker und da gibt es erstmal rein gar nichts zu meckern. Grundsätzlich unterscheidet sich das Z60 eh nicht sonderlich von der Optik von den bisherigen Turtle Beach Modellen. Mir gefällt das immer ganz gut, dass man die Ohrmuscheln komplett drehen kann. Somit lässt sich der Kopfhörer einfach leichter umhängen oder auch mal auf dem Tisch ablegen. Das Besondere des Kopfhörers befindet sich also eher im Inneren durch die bisher unerreicht großen Lautsprecher. Die gewohnten Turtle Beach Features wie zum Beispiel Dynamic Chat Boost oder auch Microphone Monitoring sind natürlich wieder mit an Bord und das Mikrofon ist ganz einfach separat abnehmbar. Das bedeutet, wenn ihr jetzt jemand seid, der nicht unbedingt auf Multiplayer-Gefechte steht, dann könnt ihr das Mikrofon von vornherein auch ablassen oder es euch eben wahlweise in die Richtung biegen, in der ihr es gerne verfügbar hättet.
Last but not least werfen wir da noch einen kurzen Blick auf die Surround Sound Control Unit, wie sich das Ganze ein bisschen umständlich nennt. Das wird halt mit USB am Rechner angeklemmt und auf der anderen Seite kommt ganz einfach das Klinkenkabel vom Headset hinein. An der Control Unit könnt ihr dann dreierlei unterschiedliche Tonmodi auswählen und sofort Chat- und Spiellautstärke einstellen. Und weil das für ein Video auch besonders schön ist, wenn natürlich eine beleuchtete Tastatur leuchtet, habe ich das Ganze nach dem Anschließen dann für euch nochmal abgefilmt. Wobei man muss fairerweise dazu sagen, dass man eine beleuchtete Tastatur nicht so richtig gut filmen kann. Also von der Leuchtstärke kann man sich das vielleicht am ehesten vorstellen, wenn die Tastatur gerade unscharf gestellt ist. Die Impact 600 ist wirklich eine richtig schöne Tastatur, mit der ich mich auch in den letzten zwei Wochen ordentlich angefreundet habe. Ich mag das halt, wenn man diesen Anschlag so richtig schön satt fühlt und hört. Und auch mit der Maus kommt man, wenn man keine allzu kleine Hand hat, eigentlich ganz gut klar. Hat ein relativ schlichtes Shape, das bedeutet einfach, wir haben jetzt hier eine symmetrische Maus, obwohl die zusätzlichen Tasten lediglich auf der linken Seite angebracht ist. Das beleuchtete Gitter vorne finde ich aber eigentlich extrem cool. Schade, dass man das nur im Video sieht, aber nicht, wenn man die Maus in der Hand hat. Bei der linken und rechten Maustaste setzt Turtle Beach auf jeden Fall auf Omron-Schalter. Die sind mit bis zu 20 Millionen Anschläge ausgelegt. Das bedeutet, so eine Maus bekommt man eigentlich nicht kaputt. Obwohl die Maus relativ leicht ist, mit knapp 100 Gramm liegt sie trotzdem richtig gut in der Hand, obwohl sich die drei Tasten für mich etwas weit auseinandergezogen haben. Darüber hinaus ist der Schalter für das Profilwechsel auf der Unterseite der Maus angebracht. Ich denke, dass diese Maus vor allen Dingen für Claw- oder Fingertippspieler ganz gut geeignet sein könnte und bin ganz einfach mal so auf euer Fazit gespannt, was ihr zu den neuen Turtle Beach Produkten zu sagen habt. Das ganz Schöne auf jeden Fall ist ja, dass zwei von euch sich in sehr naher Zukunft ganz einfach näher mit dem Turtle Beach Z60, der Maus Grip 500 oder der Tastatur Impact 600 auseinandersetzen können. Denn in Zusammenarbeit mit Turtle Beach werde ich eben genau diese drei Produkte und zwar in zwei Paketen verlosen. Das bedeutet, einer von euch wird Maus und Tastatur gewinnen und der andere wird sich eben über das Earforce Z60 freuen können. Wenn genau du jetzt gewinnen willst, poste ganz einfach in die Videobeschreibung den Hashtag TurtleBeach und eine Begründung, warum gerade du Maus und Tastatur gewinnen solltest. Die erste Runde des Gewinnspiels geht auf jeden Fall vom 7. Februar bis zum 14. Februar. Und anschließend werden wir hier in den Videokommentaren weitermachen und vom 14. bis zum 21. Februar das Headset Z60 verlosen. Ab der zweiten Woche, also genau zu sein, ab dem 14. Februar, kannst du dann mit dem Hashtag Z60 das gleichnamige Headset gewinnen, wenn du dann auch noch eine Begründung reinhaust, warum gerade du einen neuen Kopfhörer gebrauchen könntest. Alle Details findet ihr auf jeden Fall nochmal in der Videobeschreibung und ich würde mich extrem freuen, wenn ihr jetzt einen Daumen hoch drückt für das Gewinnspiel. Ich sage recht herzlichen Dank bei Turtle Beach, die dieses ganze Video unterstützt haben. Bis zum nächsten Mal, meine Gaming-Freunde, und haut rein!